Guten Abend miteinander. Ich heiße euch alle sehr herzlich willkommen zu unserem zweiten Town Hall rund um das Thema Corona. Es freut mich sehr, dass sich wieder so viele zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingefunden haben und dass wir heute Abend wieder eine hochkarätige Expertengruppe begrüßen dürfen. Mein Name ist Nathalie Erspacher. Ich bin Architektin und Kantonsrätin für die Grünliberalen im Kanton Zürich und werde euch gerne durch den heutigen Anlass führen. Zum Anfang möchte ich noch etwas zum Code of Conduct sagen. Die Referate unserer Gäste erfolgen in zwei Blöcken mit je einer Fragerunde. Das werde ich gleich noch eingehender aufzeigen. Und ich bitte alle, das Mikrofon auszuschalten und nur dann einzuschalten, wenn ich Sie explizit dazu auffordere. Sonst gibt es Störungen und unsere Experten sind dann nicht gut hörbar. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Der Herbst ist da, die kalte Jahreszeit, das haben wir schon alle gemerkt, steht vor der Türe. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass die Inzidenz weiter ansteigen wird und aufgrund der immer noch tiefen Impfrate es zur Überlastung der Spitäler und einer Zunahme der Todesopfer kommen wird. Auch halten wir uns wieder vermehrt in den Innenräumen auf. Und bei einer hohen Inzidenz mit und ohne Impfung müssten wir zudem mit einer Zunahme von Long-Covid-Erkrankten rechnen. Unsere Expertenrunde heute Abend fokussiert hauptsächlich auf zwei Fachbereiche. Erstens die Aerosolübertragung, Sensoren, CO2-Limiten, Luftfilter und Luftfeuchtigkeit und Masken. Und der zweite Themenbereich dreht sich um Long-Covid und mRNA-Impfstoffe. Und an dieser Stelle begrüße ich heute Abend sehr herzlich unsere Experten und stelle sie einzeln kurz vor. Ich fange an mit Martin Bäumle. Er ist langjähriger Nationalrat der Grünliberalen Partei. Er ist Atmosphärenwissenschaftler, Unternehmer und Präsident vom Verein Smart Restart. Dr. Benoit Sick. Er ist Gebäudetechnik-Ingenieur und forscht an der Hochschule Luzern Technik und Architektur über Lufthygiene und Raum, Luftqualität sowie Energieeffizienz von Lüftungssystemen. Im Zuge der Pandemie hat er das Problem mit der Luftübertragung durch Aerosole analysiert und mit seinem Team Merkblätter dazu erarbeitet. Dr. Christian Klarenbach, er ist leitender Arzt der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich. Er hat im Herbst 2020 die interdisziplinäre Post-Covid-Sprechstunde etabliert, nachdem die Zuweisungen von Betroffenen mit anhaltenden Symptomen nach einer Corona-Infektion stetig zugenommen haben. Er ist außerdem Autor der schweizerischen Empfehlungen für die Behandlung und den Follow-up nach pulmonalem Covid. Und Professor Steve Pascolo, er ist seit 20 Jahren in der Forschung der mRNA-Technologie tätig und Mitbegründer der Firma CureVac. In seiner aktuellen Tätigkeit als Immunologe und Forscher am Universitätsspital Zürich widmet er sich dem Einsatz der mRNA-Technologie in der Krebsbehandlung. Guten Abend miteinander. Guten Abend, Martin. Könntest du uns zum Einstieg eine kurze Einschätzung der aktuellen Lage rund um die Corona-Pandemie in der Schweiz geben und Informationen zu den Hauptübertragungswegen des Virus? Martin. Ja, liebe Nathalie, geschätzte Anwesende und Gäste und auch geschätzte Referenten, ich bin auch vor allem sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Ich werde jetzt versuchen, einen aktuellen Überblick zu geben, wie versprochen. Und ich möchte gerade vorausschicken, ich versuche nichts zu dramatisieren. Es kann also hoffentlich, es kann auch schlimmer kommen, als ich im Moment annehme. Wie viele vielleicht wissen, habe ich seit längerem unter www.smartestar.ch eine Moderierung online, die ich mindestens wöchentlich, aber sehr oft auch häufiger update. Ich werde jetzt einige aktuelle Ausblicke geben, wo stehen wir und wie schätze ich die Lage ein, jetzt gerade an dieser Übergangszeit, die sehr schwierig ist. Wenn ich hier die erste Folie aufblende, ich nehme an, ihr solltet es jetzt sehen, die Folien, die ich präsentiere. Ja. Gut. Ihr seht hier zwei Kurven. Ihr seht eine gelbe Kurve. Das sind die Leute, die aktuell mutmaßlich ansteckend sind in absoluten Zahlen.
Und auf der anderen Seite der vorauslaufende, der sogenannte Worrying Factors, der vorauslaufende Indikator, der mir anzeigt oder anzeigen soll, wie stark eigentlich die Pandemie sich entwickelt. Also gehen wir eher in eine positive Richtung oder in eine negative Richtung. Und das ist jetzt das Basisszenario. Wenn ich zuerst diesen vorauslaufenden Indikator anschaue, und das ist jetzt eigentlich seit Beginn der Pandemie, ist dieser da. Also man sieht ganz am Anfang natürlich sehr hohe Werte. Dann kam der Sommer, der letzte Sommer mit einigermaßen Ausreißern, so Ferienrückreißer. Und dann kam dieser Oktobersprung, der dann auch dazu geführt hat, dass die ganze Geschichte explodiert ist. Dann eigentlich über das ganze Jahr, Winter, bis jetzt eigentlich in diesen Sommer hinein relativ, sagen wir mal, vertretbare Werte, die haben uns dann aus dieser zweiten Welle herausgebracht. Das sieht man auf der gelben Kurve. Die zweite Welle war sehr heftig, ist sehr steil angestiegen und die haben sind dann rausgekommen, sind noch mal kurz in eine dritte Welle gefallen, haben die dann aber auch überwunden und sind dann eigentlich, waren wir im Juni, haben wir das Virus faktisch ausgerottet gehabt in der Schweiz. Und dann kam der Reimport. Sieht man hier, der Indikator ist explodiert. Eigentlich war das weitestgehend Reimport von Virus, das eigentlich wiederum zu einem Anstieg geführt hat, nach einem bescheidenen, ein zweiter Reimport. Und dann hatten wir wieder, also quasi eine kleine vierte Welle. Die haben wir überwunden. Man sieht auch, dieser Indikator ist zurückgegangen. Und das hat dazu geführt, dass mit diesem milden September wir eigentlich relativ gut unterwegs waren. Jetzt stieg dieser Wert wieder markant an, wie man sieht, ist aber in den letzten 2 Wochen noch einmal leicht zurückgegangen. Und das heißt, wenn die Maßnahmen dispositiv, die wir jetzt gemacht haben, wenn das alles funktionieren würde, könnte es sein, dass wir in diesem Bereich jetzt bleiben bis Ende Jahr in dieser Größenordnung. Wenn es so wäre, würde das heißen, es steigt zwar noch weiter an, aber es stabilisiert sich dann auf einem vertretbaren Wert. Das wäre das Basisszenario. Aber das geht davon aus, dass wir bezüglich Innenraumluftqualität tatsächlich Richtwerte einsetzen und nicht einfach zuschauen, dass die Boosterimpfungen jetzt kommen und so weiter. Das Basis-Plus-Szenario sieht dann ein bisschen weniger optimistisch aus, geschichtlich genau dasselbe. Aber wenn nur dieser Indikator etwas höher bleibt in den nächsten paar Wochen, und das ist überhaupt nicht auszuschließen, wenn ich jetzt sehe, wie das Wetter gedreht hat, das Verhalten der Leute, dann würde diese Viralitätskurve markant ansteigen. Aber was man eigentlich sieht, es ist nicht so explosionsartig, auch jetzt, wie die zweite Welle im letzten Oktober, obwohl wir auch relativ hohe Werte haben. Das heißt, die Impfung sieht man schon, man sieht eine Wirkung der Maßnahmen im Moment laufen, dass auch dort die Hoffnung besteht, dass es nicht so explosionsartig geht, aber es würde dazu führen, dass wir irgendwann Ende November oder im Dezember zusätzliche Maßnahmen wieder treffen müssten, sprich Einschränkungen, weil sonst stoppt dann diese Kurve hier nicht. Also das Basis Plus geht davon aus, wir sind nicht so gut unterwegs und wir müssen noch einmal Maßnahmen treffen. Wenn wir nichts machen und Basis Plus, dann würde es weiter dann die zweite Welle noch auf übersteigen können mit all ihren Konsequenzen. Was wir klar festhalten müssen, es werden weniger Leute pro angesteckte Personen sterben, weil wir haben doch eine sehr, sagen wir, bessere Situation rein von der Impfung her. Das müssen wir einfach im Auge behalten. Also es dürfte nicht ganz so dramatisch werden. Ich habe jetzt noch die beiden Szenarien, die quasi unterjährig übereinander gelegt. Jetzt seht ihr wieder, die gelbe Kurve ist die Anzahl ansteckender Personen, die 2020 im gleichen Zeitraum waren und 2021 im Basisszenario. Und da sieht man sehr schön, dass wir eigentlich 2020 eine ganz andere Situation hatten bis jetzt Ende Oktober. Wir waren dort schon voll in der Explosion drin und wir sind jetzt noch auf einem sehr guten Niveau. Wenn das Basisszenario eintreffen würde und sich stabilisieren würde, dann wären wir eigentlich so weit, dass wir die Pandemie auch trotz Winter kontrollieren könnten. Wiederum Annahme natürlich, dass man Innenluftqualität sichert und damit eben dieser Worrying Factors nicht mehr ansteigt, sondern weiter absinkt, auch mit der zunehmenden Impfung und den Boostern, die kommen müssen. Und was die rote Kurve ist, die letztjährige Kurve des Worrying Factors, und da sieht man jetzt, dass der diesjährige immer höher ist als der letztjährige, außer hier im Oktober, wo der mal explodiert ist letztes Jahr. Und danach haben wir ihn fast in Lockdown gegangen. Also wir werden diese Werte hier unten nie erreichen. Wir werden irgendwo hier oben bleiben. Basis Plus genau dasselbe. Wenn es jetzt nicht so gut läuft, auch da die Dramatik wäre nicht so stark, mutmaßlich, wenn wir es richtig machen. Aber ohne Maßnahmen würde das dann irgendwann
Im November, Dezember würden wir wieder in der Welle sein, wie wir vor einem Jahr waren. Dann müssen wir Maßnahmen treffen, um nicht quasi einfach eine verzögerte vierte Welle zu haben, die wieder gleich aussieht wie die letztjährige. Wiederum natürlich mehr gleich viele Fälle, aber weniger Todesfälle. Jetzt, was ist die Situation, wie ich sie interpretiere? Die nächsten beiden Wochen werden entscheidend sein, ob sich die Situation jetzt noch einmal einigermaßen kontrollieren lässt, wie ich es im Basisszenario annehme. Also reichen die Maßnahmen? Ist das Verhalten der Leute gut genug? Werden die Innenräume trotzdem, dass sie keine Richtwerte da sind heute, weil die Leute so viel wissen unterdessen, es wird an vielen Orten sich gut verhalten, an vielen Orten leider auch noch nicht. Oder ob sich die Situation wieder massiv verschärft in den nächsten zwei Wochen und das Basis Plus oder richtig pessimistisch weitergeht. Die Frage ist heute offen, weil das, was wir jetzt am Wetterwechsel sehen, werden wir in ein bis zwei Wochen in den Daten definitiv sehen und nicht viel früher. Im Moment sieht es noch beruhigend aus, aber jetzt sehen wir eigentlich noch nicht das, was aktuell im Wetter abläuft. Ich muss auch festhalten, dass der Herbst 2021 wesentlich länger milde geblieben ist als der Herbst 2020 und damit das auch eine Erklärung ist, warum wir heute besser dran sind. Also nicht, weil wir uns besser verhalten hat oder der Bundesrat rechtzeitig die Maßnahmen getroffen hat, sondern weil das Wetterglück uns geholfen hat. Fakt ist nach wie vor die Impfrate zu tief. Der Booster für die Risikogruppen kommt extrem spät, ich hoffe nicht zu spät. Und die Verschiebung in die Innenräume hat sich verstärkt. Und dies, obwohl das Wetter eben gegenüber 2020 deutlich freundlicher war. Das hat jetzt geändert. Jetzt haben wir dann wieder ähnliche Situation, wie wir letztes Jahr im Oktober schon hatten. Damit wird die Aerosolübertragung automatisch zunehmen und ohne mein Ketrum-Kensia zu den Aerosolen, CO2-Messen und Richtwerten und Lüften, dürfen wir nochmals heikle Zeiten erleben mit allen negativen Konsequenzen. Wie gesagt, hoffentlich abgeschwächt, weil die Impfung doch die schweren Verläufe und hoffentlich auch Long-Covid in geringerer Anzahl auslässt. Da bin ich nicht Mediziner. Ich hoffe, hier vielleicht von den Fachleuten mehr zu hören. Mit dem Nichthandeln des Aerosole, das sage ich hier auch klar, verletzt für mich das BAG und der Bundesrat auch das Covid-Gesetz Artikel 7 Absatz 10. Weil das hat der Gesetzgeber, haben wir ins Gesetz geschrieben, er blockiert damit eine wirksame und verhältnismäßig milde Maßnahme seit Monaten und das kann man dann nicht mehr einfach darüber hinwegsehen, wenn das Gesetz quasi nicht eingehalten wird. Wir hören jetzt ja viel von Freiheit und Gesetzen, aber es gibt auch Gesetze, die auch die Verwaltung und für den Bundesrat bindend wären. Jetzt die Aerosol, warum jetzt Handel und Richtwerte festlegen? Ich glaube, es ist jetzt der letzte Zwick an der Geisel. Wir müssen diese feuchte CO2-Temperatur innen messen, in all diesen Innenräumen. Diese Kosten sind im Verhältnis zu dem, was sonst allenfalls auf uns zukommt oder kommen könnte, wesentlich tiefer. Die Richtwerte müssen festgelegt werden. Da müsste der Bundesrat jetzt handeln. Wie gesagt, die 800 ppm grün bis 1200 ppm gelb und ab 1200 rot. Ebenso wie der Luftfeuchte, die 40-60% als Optimum mit entsprechenden gelben und roten Bereichen. Und da eben die Werte, diese Richtwerte könnte man vor allem mit Lüften steuern. Das ist eigentlich primär einfaches, regelmäßiges Stoßlüften, Fenster und Türe öffnen, kosten fast null. Ich war heute an einer Veranstaltung mit meinem kleinen Messgerät und habe genau das gemacht. Ohne, dass ich das Gerät gehabt hätte und gemessen hätte, hätten wir in Kürze dort drin über 2000 ppm gehabt. Und es hätte niemand gemerkt, niemand gedacht. Und eine Übertragung wäre sehr wahrscheinlich geworden, wenn jemand ansteckend gewesen wäre. Mit dem Lüften regelmäßig konnten wir es zwischen irgendwie 1000 und 1500 halten. Man hätte noch mehr machen können, aber das war wie quick and dirty. Also es wirkt und es ist einfach. Wichtig ist dann bestehende Lüftungen in Gebäuden, Zügen und so weiter optimieren. Und das ist mit gewissen Kosten verbunden. Und das ist wiederum auch mein Appell an insbesondere auch die SBB. Sie haben noch Probleme, dass sie dort auch transparent werden. Was kann man noch optimieren jetzt auf den Winter hin, damit eben solche Messwerte, wie sie zum Teil gemessen werden, in einzelnen Zügen nicht mehr vorkommen. Das sind mutmaßliche Falscheinstellungen von Lüftungen. Ich nehme an, die Filter auszuwechseln wird relativ aufwendig in der Geschwindigkeit, aber man kann auch dort mehr tun, um das Vertrauen auch hier in den ÖV wieder zu stärken. Dann eben Filter zu nutzen, das werden wir heute noch hoffentlich noch etwas Gutes dazu hören, HEPA-Filter oder andere, weil dort, wo dann eben das mit dem Lüften nicht so optimal funktioniert, könnte man die Luft eben gezielt reinigen oder auch zusätzlich reinigen, das kann helfen. Und eben die Befeuchtung wäre dann auch ein Thema, wird kurzfristig kaum umsetzbar
Und dann geht es um die Optimierungsmaßnahmen im Unterhaltszyklus. Da müssen längerfristige wissenschaftliche und fachliche Projekte auch mit der Branche aufgegleist werden, weil das sind, dann geht dann auch in die hohen Kosten, dass man das richtig aufzieht und richtig macht. Aber das wird ein langfristiges Projekt sein, völlig unabhängig von dieser Pandemie. Jetzt, warum sind diese CO2-Messungen und Richtwerte zentral? Ich wiederhole mich da zum Teil, auch zur letzten Town Hall, für die schon dabei waren. Man kann das Virus ja nicht selber messen, das wissen wir alle. Die Aerosole sind nicht ganz trivial zu messen, es ist auch teuer. Und zudem ist CO2 der beste oder ein sehr guter Tracer für Aerosole, insbesondere aus der Atemluft. Und wie gesagt, das CO2 ist heute einfach und kostengünstig zu messen, wie die Feuchte und die Temperatur auch. Das war nicht immer so. Und das CO2 gibt eben diese Anhaltspunkte, wie gut die Luftqualität in einem Innenraum ist und wann man handeln sollte. Und jetzt kommt ganz wichtig, noch einmal wirklich, das ganz zentral muss in alle Köpfe. Bei der Übertragung des Virus dürfte die Konzentration an Viren eine entscheidende Rolle spielen. Und das heißt darum, die Innenräume mit schlechter Lüftung sind ein Problem. Also Zeit mal Konzentration ist eigentlich simple Physik. Und darum, wenn man kurz in einem Raum ist, wo es relativ schlechte Luft hat, ist das nicht ganz so schlimm. Wenn man aber lang in einem Raum ist mit schlechter Luft, ist es sehr schlimm. Und wenn man lang in einem Raum ist mit sehr guter Luft, ist es dann wieder weniger problematisch. Und mit dem Einhalten von diesen Richtwerten, die man eben dann festlegen müsste, mit gezieltem Lüften, Filtern, weiteren Maßnahmen, kann das Risiko um den Faktor 5 vorsichtig geschätzt reduziert werden in den Räumen. Und Faktor 5 bis 10 ist enorm hoch, wenn wir von der Geschwindigkeit des Virus ausgehen, von der Impfrate ausgehen, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. Das könnte uns massiv helfen, das Problem in den Innenräumen massiv zu reduzieren. Das Glückliche ist, dass immer mehr Betriebe, Schulen und andere eigenverantwortlich handeln, auch ohne, dass der Bund eigentlich Richtwerte festlegt. Sie messen CO2, treffen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, inklusive Filter. Und das hilft uns möglicherweise bereits aktuell und kann uns auch weiterhelfen. Also auch hier die Zivilcourage, das eigenverantwortliche Handeln von Firmen, von Schulen ist sehr wichtig für die Pandemie, weil es hilft uns allen. Das Thema wird aber unabhängig von Covid wichtig bleiben. Da geht es um die Fragen wie Wohlbefinden, Konzentration, Gesundheit, andere Viren. Also wir sind nicht durch mit dem Thema, wenn jetzt Covid weg ist. Das ist ein generelles Thema. Langfristig muss das angegangen werden, dass wir hier die Luftqualität mehr ins Zentrum rücken in den Innenräumen. Ich mache jetzt noch einen positiven Ausblick. Ich weiß, es ist gefährlich, jetzt schon zu sagen, was ist denn dispositiv 22, 23. Aber ich sage, wenn wir es richtig machen, brauchen wir ab 22, 23 noch zwei Hauptmaßnahmen, nämlich Richtwerte für CO2, für gesunde Luft und die Reduktion der Aerosolübertragung in Innenräumen. Und zweitens gezielte Impf- und Boosterempfehlungen, auch basierend auf Antikörpertests. Diese zwei Maßnahmen zusammen würden grundsätzlich reichen, bin ich überzeugt, mit der hohen, hoffentlich dann Impfwirkung, die wir dann haben, auch mit Boostern, die wir haben, plus mit der Innenluftqualität, dass wir eigentlich alle anderen Maßnahmen, die heute auch oft diskutiert werden, weglassen können. Ich bin aber der Meinung, weitere Maßnahmen müssten bereitgehalten werden oder weiter auch geführt werden. Selbstverständlich sind für mich Basismaßnahmen wie Hygiene, die sollten wir beibehalten. Weil da haben wir etwas gelernt vielleicht in unserer Kultur. Das sollte man beibehalten und nachher nicht wieder zum alten System übergehen. Übrigens auch das Küsschen geben kann man von mir aus gerne aufgeben in Zukunft. Dann die regelmäßigen Reintests, zum Beispiel über Pooling, PCR und auch Antikörper, wären meiner Ansicht nach, wäre aus statistischen Gründen sehr wichtig, nämlich zur Beobachtung der Virusausbreitung und für allfällige Impfempfehlungen, die rechtzeitig gemacht werden. Das kann wirklich über Freiwillige laufen, über eine bestimmte Anzahl, muss man nicht mehr jeden testen. Da könnte man die Pandemie oder die mögliche Virusausbreitung anschauen. Was wir auch machen könnten, wir könnten von Asien lernen. Menschen, die sich nicht so gut fühlen, und wir werden nicht jeder wegen jedem Pflüsseli in Zukunft zu Hause bleiben können, weil wir müssen ja auch unseren Job machen. Aber man könnte, wie das zum Beispiel die Japaner schon seit Jahrzehnten machen, tragen sie zum Schutz der anderen eine Maske. Also sie tragen die Maske, weil sie sich nicht so gut fühlen, zum Schutz der anderen. Das tut nicht weh, wäre eine Maßnahme. Und wenn das sich als Kultur hier einsetzen würde, könnten wir auch von Asien hier etwas lernen. Das Covid-Zertifikat würde für mich wahrscheinlich nicht komplett verschwinden. Ich gehe davon aus, für Auslandsreisen sollte es beibehalten werden.
ergänzt mit einer gezielten Teststrategie zum Verhindern, das Reimport von Virus oder auch von neuen Mutationen. Ich glaube, beim Reisen werden wir uns daran gewöhnen, aber da zeigt ja jeder sowieso seinen Pass dreimal oder viermal, ob er jetzt dann noch ein Zertifikat auf seinem Handy hat. Das ist dann also nicht mehr das, wo die Freiheit so massiv eingeschränkt ist. Und ich bin überzeugt, wenn wir so uns verhalten und wenn wir jetzt auch den Winter richtig machen, werden alle weiteren Maßnahmen, zum Beispiel ab circa April, Mai 2022, unnötig. Ich gebe zu, das ist eine relativ optimistische Aussage, es kann auch anders kommen. Damit wäre ich eigentlich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Das ist immer die Schwierigkeit, man sieht nicht so viel von euch und ich kann eure Reaktionen nicht sehen, aber ich hoffe, es kommen dann noch entsprechende Fragen. Gebe ich zurück, Nathalie. Vielen Dank, Martin, für diese wie immer sehr informative Einleitung und die Vorschläge zum Umbau der Schweizer Küsschenkultur. Das können wir gerne in die Diskussion dann einbauen. Vielen Dank. Ich würde gerne unseren ersten, zweiten Gast quasi begrüßen, Herrn Dr. Sicker, und ihn gleich fragen, wie beträgt sich das Virus und was für Möglichkeiten gibt es, um das Infektionsrisiko in den Innenräumen zu senken? Und was für Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht sinnvoll und worauf ist zu achten beim Erwerb von Luftfeuchtern und wieso? Herr Sick, guten Abend. Ich höre Sie leider noch nicht. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikrofon super richtig eingeschaltet. Guten Abend miteinander. Danke, dass ich heute Abend dabei sein darf. Ja, das waren viele Fragen auf einmal. Ich muss vielleicht nochmal das ganze Revue passieren. Vielleicht kurz zu meinem Background. Ich bin Forscher an der Hochschule Luzern, eben im Bereich Raumluftqualität. Das Ganze hat angefangen im Bereich Spital mit der Belüftung von OP-Räumen. Also das ging auch damals den Patienten gegenüber luftgetragene Krankheitserreger zu schützen. Aber eben den großen Aufwand, den wir jetzt im OP-Saal für Operationen mit offenen Wunden können man nicht in jeder Wohnung oder in jedem Schulzimmer dann betreiben, sondern man muss schauen, mit den Möglichkeiten, die wir vor Ort haben, das Beste daraus zu holen. Deshalb, wir sind überzeugt, dass generell die Gebäudetechnik und auch speziell die Lüftungstechnik einen Beitrag zur Erhöhung des Infektionsschutzes von Personen in Innenräumen leisten kann. Wir haben das vorhin kurz angesprochen, diese Aerosol, wahrscheinlich der Hauptübertragungswege von diesen Krankheits-, also speziell jetzt Covid zwischen den Menschen. Und tatsächlich, wenn man entweder regelmäßig lüftet oder genug Luftvolumenstrom aus der Luftungsanlage, der virenfrei ist, dann kann man tatsächlich das Risiko deutlich senken. Das Thema zu wissen, lüfte ich richtig, lüfte ich genug, das kann man sehr wohl mit diesen CO2-Messanzeige betrachten. Ich würde vielleicht auch kurz meine Präsentation einschalten, um vielleicht auch die Dynamik bei dieser Sache zu erläutern. Ich gehe mal schnell durch. Jetzt muss ich aber. So. Ja, genau. Ich wollte kurz diese Grafik darstellen, um ein bisschen zu verstehen, wie verhält sich die Konzentration CO2. Das ist jetzt ein typisches Beispiel, ein Schulzimmer, der nur über Fenster belüftet werden kann. Es sind ungefähr 30 Personen, so um die 2 Personen pro Quadratmeter, so die durchschnittliche Belegung von Schulzimmer in der Schweiz. Und diese Grafik dann zeigt über die Zeit, der Verlauf der CO2-Konzentration in dem Raum, abhängig eben der Tätigkeiten der Leute in dem Raum. Ja, die Vorgabe ist zumindest an diesem Beispiel gewesen, das war vor der Covid-Zeit, muss ich kurz nochmal erläutern, während des Unterrichts
aus irgendeinem Grund, vielleicht Lärm, draußen sollen die Fenster zugehalten werden. Und dann während der Pause, nach den 45 Minuten Unterrichtsdauer, dann wieder Stoßlüftung. Und man sieht das sehr gut an dieser Grafik, also am kurz vor 8 kommen die Schüler in den Raum. Der Hausmeister hat, der Hauswart hat das Gebäude schon durchgelüftet, bevor die Schüler kommen. Die Schulzimmer sind dann sozusagen auf einem sehr niedrigen CO2-Niveau. Und dann kommen die Schüler rein, der Unterricht beginnt. Und diese Steigung, was man hier sieht, dann ist abhängig von der Anzahl von Personen in dem Raum, wie groß der Raum ist. Eben, ob es noch zusätzlich Zuluft in dem Raum. Wir haben gesagt, in unserem Fall bleiben die Fenster geschlossen. Und ja, CO2 ist ein anthropogenes Gas, dann wird von Mensch erzeugt. Ich glaube, die Annahme hier bei sitzende Tätigkeiten ist so um die 18 Liter CO2 pro Stunde pro Person. Und ja, unser Wert steigt und steigt und steigt. Und dann nach den 45 Minuten macht man das Fenster auf. Der Wert war bei 2000, Stoßlüftung. Das erlaubt uns, den Wert wieder auf unter 1000 ppm zu bringen. Dann geht es weiter. Die nächste Unterrichtsstunde, die Steigung der Kurve ist ähnlich. Ne? Wir haben immer die gleiche Anzahl von Leuten. Dann ist die größere Pause, wird nicht gleich gelüftet, dann wird nochmal gelüftet. Wir kommen wieder zu diesem Basispunkt, geht wieder hoch. Und dann aus irgendeinem Grund bei der nächsten Pause wird nicht genug gelüftet. Und dann bei dem nächsten Unterricht kommen wir deutlich über die Grenze von 2000 ppm. Warum jetzt 2000 ppm, wenn wir von 1000 ppm oder von 1200 ppm reden? Alle diese Simulationen, die haben stattgefunden vor der Covid-Krise. Also das waren noch die alten Normwerte im Bereich Lüftungstechnik, diese sogenannte SIA-Richtwerte. Die 1000 ppm-Werte ist sozusagen der Richtwert für Schulzimmer, wo eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Also das ist sozusagen die Richtgröße für die Auslegung der Lüftungsanlage, also wie viel Zuluft die Lüftungsanlage liefern soll. Ja. Ein Kommentar oder ein Mikrofon ist offen geblieben. Ich würde euch bitten, das Mikrofon wirklich ausgeschaltet zu halten. Es ist immer. Wenn zwischendurch Fragen sind, kein Problem. Also man kann mich gerne unterbrechen. Und ja, also das zumutbare Band für die CO2 bei Fensterlüftung gemäß Richtwerte vom BAG lag damals zwischen den 1000 und 2000 ppm. Also ich wollte einfach damit zeigen, wie die Dynamik ist jetzt bei CO2, wenn man jetzt die Fenster zulässt. Das ist jetzt typisch für eine Fensterlüftung. Wenn wir jetzt mit einer Lüftungsanlage funktioniert, deren Job dann ist ständig einen Außenluft oder einen Frischluftstrom aufrecht zu erhalten. Wir haben also diesen Effekt der Verdünnung. Ständig kommen frische Luft, virenfreie Luft in den Raum. Und im Vergleich zu der Situation links, wo es keine Frischluftzufuhr gibt, dann letztendlich die Konzentration in dem Raum ist deutlich tiefer. Herr Bäumler hat es vorhin gesagt, die Dosis macht es. Das heißt, die Dosis ist die Konzentration mal die Dauer in dem Raum. Durch die Verdünnung der Lüftungsanlage ist diese Konzentration in dem Raum deutlich tiefer, als wenn es keine Lüftungsanlage geben würde. Was ich dazu sagen möchte, also die Endkonzentration in dem Raum ist natürlich abhängig von der Luftmenge, die die Lüftungsanlage in den Raum fördert. Und man sieht das an dieser Grafik hier auch eine Zeitreihe, die Veränderung der CO2-Konzentration im Laufe der Zeit, dahingestellt, wie viele Leute, wie groß der Raum ist. Aber was ich zeigen möchte, ist der Einfluss von der
Außenluftmenge. Also mit den 30 Kubikmeter pro Stunde erreichen Sie nach einer bestimmten Zeit, wenn wir im Gleichzustand ist, zwischen der Quelle, zwischen der Lüftung, also der Zuluft und der Abluft, dann erreichten wir CO2-Werte um die 1100. Wenn man ein bisschen reduziert, wenn man 25 Kubik, dann sind das schon die 1200. Und wenn man nur noch, ja, das ist weniger als die Hälfte, die 1200, dann erreichen wir auch diese 2000 ppm, die natürlich dann nicht mehr zulässig ist. Also was ich noch als Input geben wollte, ich glaube, ich muss zurückgeben, also was kann wirklich die Raumbelüftung zum Infektionsschutz leisten, ist eben, was wir jetzt gerade gesehen haben, diese Verdünnung durch die durch Zufuhr von freier Außenluft. Um diese Menge zu bestimmen oder diesen Volumenstrom, was wir reinbringen müssen, ob das über die Fenster oder über die Lüftungsanlage, ist, wir haben es gesehen, abhängig von der Anzahl von Personen, auch abhängig von der Aufenthaltsdauer von diesen Leuten in dem Raum, ob es jetzt ein einstündiges Meeting ist oder ob es eben eine Projektsitzung von 4 Stunden oder eben ein Unterricht vormittags, nachmittags an der Schule. Auch wichtig, die Tätigkeit der Leute. Wenn ich jetzt laut rede, wenn ich mich viel bewege, dann produziere ich mehr solche Aerosol, solche Partikel, als wenn ich jetzt ruhig an meinem Arbeitsplatz arbeite. Die Raumgröße, die hat wie eine Pufferwirkung auf die Partikelkonzentration in dem Raum. Ein Punkt, was wir noch nicht vielleicht angesprochen haben, ist eben die ganze Sache mit der Temperatur der Umschließungsfläche. Das heißt, ob wir jetzt mit einem Raum, der sozusagen eine Wand vielleicht mit außen, also eine Außenwand hat, wo draußen vielleicht 0 Grad herrschen, dann ist die Oberflächentemperatur von meiner Außenwand vielleicht bei 15 Grad. Und natürlich die warme Luft des Zimmers, dann kühlt sich dort an der Wand ab, die Dichte erhöht sich, die Luft geht nach unten und dann bekommen wir diese, wir nennen das im Fachjargon, thermische Walze in dem Raum und dann, ja, natürlich, ja, sie mischen wirklich die Aerosol durch den gesamten Raum durch. Und zwar können Sie so die mittlere Konzentration senken, aber alle Leute dann in dem Raum erfahren dann die gleiche Bedrohung, also die gleiche Konzentration. Und dann vielleicht, was wir auch bisher nicht so sehr genannt haben, welche Schutzmaßnahmen in diesem Raum getroffen sind. Also jetzt denke ich speziell an die Masken, was für eine Qualität der Masken, die die Leute tragen, wie gut diese Maske an dem Gesicht anhält. Also das hat auch eben mit der Anzahl von Partikeln, die infizierte Person in dem Raum freisetzen könnte. Und last but not least, ja, es geht eigentlich um ein Risiko. Also null Risiko kann da nicht sein. Also wir orientieren uns bei der Auslegung oder bei der Bestimmung dieses benötigten Volumenstroms eigentlich auf ein bestimmten Infektionsrisiko. Und Sie sehen hier, wie das Infektionsrisiko definiert ist. Also das ist die, wenn Sie eine Person in dem Raum haben, wie viele Personen von allen anwesenden Personen dann im Anschluss infiziert sind. Also zum Beispiel, wenn Sie 10 Personen in dem Raum haben und in dem Raum wird eine Person infiziert, dann beträgt das Risiko 10%. Und für diese ganze Risikobetrachtungen, Risikoeinschätzungen, ist es eine große, also eine wesentliche Eingangsgröße für diese ganze Betrachtungen und Beurteilungen. Voilà. Ich könnte noch relativ lang zu diesem Thema sprechen. Ich glaube, die anderen wollen auch noch dazu ihre Input liefern können. Gibt es vielleicht dazu direkt Fragen oder machen wir die ganzen Fragen im Anschluss? Oder? Ich würde sagen, wir nehmen nachher beide Themen zusammen. Einen Aspekt wollte ich noch fragen, ob Sie auf diesen noch kurz eingehen könnten, das Thema Luftbefeuchter.
Was würden Sie kurz zusammengefasst zum Thema Luftbefeuchter sagen aus Ihrer Sicht? Auf was ist zu achten, wenn man sich für einen entscheidet und was ist der Benefit? Ja, bei den Luftbefeuchtern sind auch einige Hygieneaspekte, die bei der Auswahl eine Rolle spielen. Also es gibt verschiedene Luftbefeuchter. Es gibt die basierend auf Dampferzeugung, und dieses Dampf wird dann der Zuluft zugefügt. Also wir sind bei Temperatur um mindestens 100 Grad und da in der Regel haben keine Keime wirklich die Chance zu überleben. Also zumindest bei den normalen Keimen, vielleicht kann der Herr Klarenbach etwas anderes sagen, aber ich denke, bei den üblichen Krankheitserreger, die meisten schon zumindest bei 60 Grad sich nicht mehr vermehren können, werden desaktiviert und sogar vielleicht komplett zerstört. Dann gibt es diese sogenannte Zerstäubungsbefeuchter, wo eine Fläche mit Wasser berieselt wird und man lässt dann die Luft entlang dieser Fläche dann strömen. Sie haben einen Partialdruckunterschied zwischen der Oberfläche oder der Grenzschicht bei dem Wasser, bei dieser Wasserschicht und der Luft. Und so entsteht durch diese Konzentrationsunterschied, eine Diffusion, also das Wasser gelangt von der wässrigen Phase in die Luft. Schön und gut. Nur diese Oberflächen können abhängig von der Qualität des Wassers und auch der Keime, die im Wasser vorhanden sind, dann auch als, ich sage so ein bisschen salopp, Brutstätte für die Keime, also wirklich dann befallen werden, entweder von Schimmel oder Legionellen oder andere Keime, die sie dann nicht unbedingt in der Luft haben wollen. Und die gleiche Problematik mit der Wasserqualität, die sie bei dem Befeuchter haben, sind bei dieser ganzen Sprühbefeuchter. Sodass generell, also es ist vielleicht eine Meinung von vielen, muss ich sagen, aber an der Hochschule Luzern sind wir eher der Meinung, so wenig wie möglich aktiv befeuchten, eher dafür zu sorgen, dass der Partikel, also der Feinstaub in der Luft tief bleibt, weil der Feinstaub auch für Irritationen der Schleimhäute sorgen kann. Das heißt, das verstärkt noch diese trockene Schleimhäute, diesen Aspekt oder diese ganze Irritationen der Schleimhaut. Generell diese Empfindlichkeit gegenüber Luftfeuchte, ich glaube, ist sehr, sehr individuell. Manche Leute reagieren schon bei einer Feuchte unter 30%, andere erst bei einer Feuchte unter 20%. Vielleicht ein nettes Bild, was ich jetzt, also als Schlusswort, was ich mal getroffen habe, das war in einem Minergie-Schulhaus. Für die paar Tage im Winter, wo die Luft sehr trocken ist, hat die Lehrerin entschieden, einfach Handtücher an so einem Rack, Wäschetrockner aufzuhängen. Die hat aufgepasst, dass eben diese Wäsche nicht mit irgendeinem Waschpulver gewaschen wurde, weil vielleicht manche Schüler über diese ganzen Waschchemikalien dann reagieren könnten, eine Reaktion hervorrufen könnte. Aber für die paar Tage in dem Winter, wo in ihrem Schulhaus, also Minergie, also mit kontrollierten Lüftung, hat sie sich dafür entschieden, mit dem Waschlappen oder mit dem Handtuch zu arbeiten. Und sie war damit sehr, 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 sehr zufrieden. Aber sie hat eben mit sehr sauberen Handtüchern gearbeitet. Voilà. Ich denke, Vielen Herr Dank. Klarenbach, vielleicht kann da zu der Thematik Bakterien und so weiter vielleicht mehr dazu sagen. Aber das wäre mein Feedback zu dem Thema Befeuchtung. Danke vielmals für die Erläuterung. Dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Fragerunde. Alle, die Fragen haben an Martin Bäumle und Herrn Dr. Sick, können jetzt gerne aufstrecken und dann werde ich der Reihe nach die Personen aufrufen, die sich gemeldet haben. Ihr könnt über das Icon Chat den Finger strecken quasi.
Ich sehe, Simon Gehren hat sich gemeldet. Bitte. Okay, also ich will mich nicht vordrängeln, aber wenn sich sonst niemand meldet. Ich habe eine Frage für den Grenzwert. Also wir brauchen in der Schweiz ja quasi 800 ppm CO2. Wie ist man eigentlich genau auf diesen Grenzwert gekommen? Also Frage an den Aerosolforscher. Wie hat man den eruiert? Weil ich habe Studien gesehen und man hat, aber es war mir nie ganz klar, wie man genau auf diesen Grenzwert gekommen ist von 800 ppm. Danke. Martin, möchtest du das beantworten? Ja, ich kann vielleicht versuchen, eine Antwort zu geben. Also ganz offen gesagt, wir sprechen nicht von einem Grenzwert. Das ist relativ wichtig. Wir sprechen von Richtwerten. Und es war einfach relativ früh klar im Rahmen dieser Pandemie, dass die 1500, 2000, die früher so ein bisschen als Richtwert genommen werden für eine obere Grenze, viel zu hoch sind. Es war schon immer klar, dass eigentlich unter 1000 ppm für eine gute Luftqualität besser ist. Und jetzt im Rahmen der Pandemie gab es dann verschiedene internationale, sagen wir mal, Diskussionen, Studien. Aber ich sage es ganz offen, den habe ich stark auch mitgeprägt, diese beiden Werte 800 und 1200. Man könnte auch 900 und 1300 nehmen. Es gibt auch solche, die sagen, es ist bei 600. Entscheidend ist, was Herr Sicker auch gesagt hat. Es hängt davon ab, wie viele Leute in dem Raum sind, was sie für Aktivitäten. Also wenn man in einem Gesangschor drin ist, ist 800 schon eher zu hoch. Wenn man sehr ruhig in einem Raum sitzt und nicht spricht und eine Maske auf hat, dann ist auch, wie zum Beispiel im Zug teilweise, ist auch 1200 immer noch vertretbar. Also es hängt immer noch von der ganzen Situation. Und darum ist auch diese Bandbreite wichtig. Also man sollte nicht schwarz-weiß sehen, wenn 801 ist, wird es gefährlich. Oder wenn 799 ist, ist es gesund. Es wird einfach je höher, je heikler. Und die Risiken, das kann man ein bisschen abschätzen, das Verhältnis ist von Außenluft, die Risiken nehmen einfach irgendwann zu. Und ab 1500, 1600 nimmt halt das Risiko etwa um einen Faktor 5 zu, was bei 800 eben das Risiko vielleicht einen Faktor 2 erhöht, vielleicht je nach Aktivität 3, vielleicht 1,5. Also das sind schon solche Überlegungen in diesem Konzentrationsverhältnis. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht auch noch etwas sagen, deine Formel hat ja auch letztlich damit zu tun, das ist eine Abschätzung, es gibt keinen genauen, also einen Grenzwert würde ich mir nie erlauben festzulegen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum BAG und Bundesrat zögern, weil immer auch das Wort Grenzwert in den Mund genommen wird. Es geht um Richtwerte, um gewisse Anhaltspunkte zu haben und nicht mehr und nicht weniger. Auch die Luftfeuchtigkeit, wenn es 20% Luftfeuchte hat im Raum, ist 800 zu hoch. Wenn wir 60 haben, ist wahrscheinlich auch 900 oder 1000 noch vertretbar, auch weil die Luftfeuchte hat einen zentralen zusätzlichen Impact, gerade im Winter auf die Situation. Herr Sick, möchten Sie etwas vielleicht vervollständigen oder erweitern? Ja, richtig. Also im Bereich Raumluftqualität, jetzt speziell auch Lüftungstechnik, außerhalb der Pandemiezeit haben wir immer von 1000 ppm gesprochen. Sie haben das vielleicht noch auf meiner Folie gesehen. Ich glaube, meine Präsentation läuft noch. Ich muss sagen, dieser Wert ist ungefähr über 100 Jahre alt. Das ist die sogenannte Pettenkofferzahl. Der Herr Pettenkoffer war ein Forscher, ich glaube, in Berlin gewesen und er hat diesen Wert vorgeschlagen. Dann später in den 80er Jahren, als man angefangen hat, diese Glaspalasten zu bauen, also diese Hochhäuser mit Glasfassaden, wo man die Fenster nicht öffnen konnte, dann gab es diese sogenannte Sick Building Syndrome, also sozusagen Beeinträchtigungen, Empfindlichkeitsstörungen von den Raumnutzenden gewesen, die man nicht wirklich auf ein bestimmtes Symptom zurückgeführt konnten. Und da wurde auch weitere, in diesem Kontext weitere Untersuchungen durchgeführt. Und man hat festgestellt eigentlich, dass Mensch fühlt sich noch wohler bei 800 ppm als bei 1000 ppm. Aber historisch gesehen hat sich der Wert 1000 ppm eingebürgert.
zumindest in meinem Metier, in meinem Fachbereich, vielleicht, weil das ist eine einfache Zahl, sich zu merkende Zahl. Wie gesagt, wir sehen hier gut an dieser Grafik, wie dynamisch das Ganze ist. Es ist auch nicht so, dass man wirklich dann, sobald wir diesen Richtwert erreicht hat, dann Panik ergreifen muss und dann schnell springen und das Fenster aufzumachen. Also wir sind da noch ein bisschen flexibel. Und wie gesagt, das ist eine Risikoabschätzung. Sie wissen nie in einem Raum, in Ihrem Schulzimmer oder in Ihrem Meetingraum, wie viele Leute oder ob Sie überhaupt eine kranke Person da. Das ist einfach, wie Martin sagte, so ein Richtwert, eine Empfehlung, um die Leute zu helfen, dass sie ihr Lüftungsverhalten irgendwie an die Bedingungen, also an die Situation anpassen. Sind wirklich Empfehlungen. So auch ist meine Meinung dazu. Danke vielmals. Ich würde jetzt Raiwan, Sie dürfen gerne Ihre Frage stellen. Ja, Entschuldigung, ich habe es nicht geschafft, meinen Namen richtig umzuändern. Mein Name ist Remo Rame. Ja, ich wollte erstens mal mich bedanken. Ein bisschen Dank an Herrn Bäumle und Herrn Sickre für Ihre Ausführungen und Ihr Engagement. Ich habe eine Frage gehabt an Herrn Sickre. Es geht also darum, was ist konkret Ihre Empfehlung für eine Sofortmaßnahme für gefährdete Innenräume mit unzureichender Belüftung oder zur Reduktion des Infektionsrisikos? Haben Sie konkret eine Empfehlung? Ja, einfach weniger Personen vielleicht in dem Raum, aber wenn das nicht geht und wenn Sie wirklich den Raum nicht genügend belüften können, ist die Frage, ist wirklich dieser Raum für den Aufenthalt von den Menschen geeignet? Also ist auch abhängig, wie lang die Leute drin bleiben. Wir haben eben diese Empfehlungen vom BAG oder von der Lüftungsnorm. Man sollte sich daran orientieren. Dann ist wirklich der Raum selbst entweder schlecht belüftet oder wenn die CO2-Werte in Ordnung sind, aber dass sie trotzdem das Risiko eine Ansteckung reduzieren möchte, dann gibt es diese sogenannte Luftfilter oder im Fachjargon nennen wir das Umluftreiniger. Das sind Geräte, die die Raumluft umwälzen. Die lassen die Luft ständig durch einen hochwertigen Luftfilter durchgehen. Und so können sie die ganze Partikel und darunter auch die Aerosole im Gerät zurückhalten. Das ist ein Abscheideverfahren. Vielleicht in ihren Situation könnte das Hilfe leisten. Aber generell, wenn der Raum ungeeignet ist für eine Belegung durch Menschen, sollte man dann wirklich vermeiden, in diesem Raum sich aufzuhalten. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Ja, genau. Also das wollte ich eigentlich auch hören. Nun ist es momentan auch ein bisschen schwierig, oder? Weil es, gibt ja verschiedene Methoden. Es gibt da UVC, es gibt Ionisierung, eben es gibt da verschiedene Luftreinigungs- oder Luftfilteranlagen, Geräte, mobile auch. Ja, es ist auch irgendwie nicht so klar, für eben gefährdete Räume oder Innenräume, was so die Anforderungen sind. Oder obwohl es gibt ja auch verschiedene Fachverbände, die schon, gewisse Kriterien haben. Aber das ist so noch nicht so weit. Oder gibt es da schon irgendwie eine gewisse Entwicklung jetzt zwischen Wissenschaft und Politik, dass man da weitere Schritte vorangeht? Vielleicht bevor ich auf diese Frage eingehe, wenn ich das richtig verstanden habe, in Ihrem Fall handelt es sich um einen Arbeitsplatz oder also eben das ist im Rahmen von Arbeitstätigkeiten. Da möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, im Arbeitsgesetz,
da gibt es Vorgaben zum Thema Gesundheitsschutz, zum Thema Arbeitsschutz und da darunter, also es gibt ein Kapitel zum Thema Raumluftqualität und man kann sich wirklich an diese Vorgaben vom SECO, also Sie finden das beim SECO, sich daran orientieren. Und SECO hat auch im Rahmen von der Pandemie und speziell jetzt im Rahmen von dieser Delta-Variante, das sehen wir hier, seine Vorgaben vielleicht ein bisschen verschärft. Also es ist nur jetzt ein Hinweis zu dieser Kommunikation vom SECO, jetzt 20. August dieses Jahres. Also die geben jetzt speziell für Pandemiezeiten vor, welche Lüftungsraten man am Arbeitsplatz haben sollte. Sie sehen hier diese 36 Kubikmeter pro Stunde pro Person für die Büros und Großraumbüros. Und dann ein anderes Beispiel, das sind eben Ladenlokale, Kundenzonen, wo vielleicht die Leute dann sich nicht so lange aufhalten. Und das sind mehr oder weniger die Werte, die Sie dann in dieser Lüftungsnorm, in der SIA-Norm finden. Das ist für die mechanisch belüftete Räume und für die Fenster, also Räume mit Fenster lüften. Da sagt SECO dann regelmäßig lüften und gibt als Beispiel einen Büroraum mit 2 Personen. Ja, man sollte mindestens einmal in der Stunde für 5 bis 10 Minuten lüften. Und die sagen eben, diese Lüftungsdauer ist abhängig von der Jahreszeit, also eben der Temperaturunterschied zwischen innen und außen, also die Luftmenge, die sie jetzt durch Fenster kriegen, wegen dem Temperaturunterschied zwischen innen und außen. Und SECO schreibt noch dazu, eben außerhalb der Heizperiode sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob eine permanente Lüftung, also eben die Fenster offen lassen, nicht möglich wäre. Mhm. Vielleicht so als Hinweis. Zum Thema Luftreiniger, ja, seit der Pandemie, die schießen da aus dem Boden wie Pilze. Es gibt verschiedene Preisklasse, es gibt verschiedene Leistungen, es gibt verschiedene Qualitäten. Deshalb sollte man sich an Messergebnisse oder an Empfehlungen von Verbraucherzeitschriften. Es gibt eben Fernsehsendungen, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt, bei uns in der Schweiz oder auch im deutschsprachigen Raum. Sind dazu ein paar Publikationen, also auch wirklich da, wo die Methoden, die angewandt sind für die Klassifizierung oder für die Beurteilung der Qualität der Geräte auch anerkannt sind. Wir selbst als an der Hochschule Luzern, wir bieten solche Teste an. Also wir haben eine Prüfkammer, wo wir die Wirkung der Geräte testen können. Wir machen das aber im Kundenauftrag. Also in der Regel sind das Hersteller, die eben für ihren Marketing, für den Verbrauch brauchen diesen Nachweis. Aber ja, viele lassen das im Ausland machen und ich denke, im Ausland wird es genauso gut wie bei uns gemacht. Also man kann sich auch an ausländische Testberichte dann orientieren. Also wichtig ist vielleicht die Raumgröße, die Anzahl von Personen und auch eben der Lärm, was das Gerät selbst entwickelt, weil die in der Regel ständig im Betrieb sind. Und sie möchten nicht im Schulzimmer oder in ihrem Meetingraum, dass das Gerät dann ihre Stimme überdeckt. Also ja, der Lärmpegel ist wichtig und öfters in diesen Testberichten wird das angegeben. Benoit, ich möchte noch einige wichtige Ergänzungen machen. Gerade bei mobilen Geräten, wenn die nicht zu einem richtigen Zug durch den ganzen Raum führen, kann eine trügerische Sicherheit entstehen, dass nur sehr lokal überhaupt Luft gereinigt wird. Dort ist sie perfekt, aber die Leute sitzen nicht dort und haben dann trotzdem große Anstrengungen. Auch dort ist eben dann die CO2-Messung, damit man weiß,
findet auch eine Durchlüftung grundsätzlich statt? Relativ wichtig, weil da kann man sich in falsche Sicherheit wiegen, auch wenn der Filter perfekt ist, aber wenn man ihn falsch positioniert, kann das einen Druckschluss geben. Das weiß man einfach, das weißt du besser als ich. Ich wollte es einfach noch ergänzen, dass es noch wichtig ist, weil Leute denken, wenn sie einen Filter irgendwo hinstellen, jetzt sei alles gut. Das kann ein Druckschluss sein. Das ist völlig richtig, was du sagst, Martin. Eben in der Regel dann empfehlen wir, insbesondere wenn es um die Anschaffung mehrerer Geräte, also um eine größere Investition geht, dass man wirklich da sich an einen Fachmann wendet, der dann wirklich vor Ort kommt und sich die lokale Situation angeht, weil eben die Position von Heizkörper, Position von Fenster können zu verschiedenen thermischen Walzen in dem Raum führen. Und wie du sagst, Martin, das kann dann einen Einfluss auf die Verteilung der Partikel in dem Raum haben und auch auf die Wirkung des Luftreinigers haben. Das ist richtig, ja. Ich würde gerne noch zwei Fragen quasi nehmen, wenn das in Ordnung ist. Ich glaube, die nächste Person, die aufgestreckt hat, wäre Stefan Peterhans. Ja, vielen Dank für die Ausführung, die interessanten Ausführungen. Ich habe in Luzern Gebäudetechnik studiert und kann vieles verstehen, was gesagt wurde, unterschreibe ich auch. Bin etwas erstaunt, warum diese eigentlich klaren Erkenntnisse nicht umgesetzt werden. Ich würde Ihnen interessieren, wie gut ist sich die Wissenschaft über die hier ausgeführten Grundlagen einig? Das ist eine Frage. Und die zweite Frage, beim SECO-Arbeitsplatzsicherheit sind viele Werte hinterlegt. Wer ist für den Vollzug verantwortlich? Also gibt es irgendeine Organisation, die kontrolliert, wie ist die Arbeitsplatzkonzentration, sind die Lehrer instruiert zu lüften, wissen die Büromitarbeiter, wie man mit einer Klimaanlage umgehen muss? Also die erste Frage, wie die sich die Wissenschaft einig? Und die zweite Frage, wie ist der Vollzug in der Schweiz organisiert bezüglich Arbeitsplatzsicherheit? Mhm. Wer möchte antworten? Herr Sick? Schlage ich vor, aber sehr gerne. Also vielleicht zum Thema Vollzug, das macht in der Regel SUVA, also wenn es irgendwie Beeinträchtigungen, also Beschwerden gibt, dann kann sich die Belegschaft bzw. die Arbeitnehmenden dann an die SUVA wenden und die SUVA würde dann die Messungen durchführen. So weiß ich das aus der Praxis. Aber es wird jetzt nicht systematisch an jedem Arbeitsplatz die Luftmenge überprüft oder die Aerosolkonzentration nur in Beschwerdefällen. Das ist so, ja. Und zum Thema Einigkeit bei den Werten. Wir haben uns als Wissenschaftler eben im Bereich Aerosolforschung, Lüftungstechnik und so weiter in einen Arbeitskreis geschlossen. Wir versuchen eben immer die neuesten Erkenntnisse in unsere Diskussionen einführen zu lassen. Aber letztendlich für diese Thematik ist aus meiner Sicht sind die Behörden wie BAG zuständig. Die sind eigentlich für die Verkündung der Richtwerte eigentlich zuständig. Wir haben eine Aufgabe des Wissenstransfers. Deswegen bin ich auch froh, dass ich heute dabei sein kann. Das kann ich dann meine Aufgabe auch wahrnehmen. Aber wirklich für die Verkündung von Richtwerten sehe ich da eher das BAG in der Pflicht. Vielleicht kann ich da noch ergänzen. Es ist wie oft in dieser Pandemie, es ist nicht der Konsens der Wissenschaft das Problem, sondern die Umsetzung beim BAG und letztlich beim Bundesrat, wo eben dann wieder verschiedene Meinungen vorherrschen, wo alte Geschichten immer noch da sind. Im BAG gibt es offensichtlich unterschiedliche Einschätzungen dieser Lage. In der Wissenschaft, glaube ich, Benoit, ist man weitestgehend ohne jetzt die Details zu gehen, auch die Taskforce auf der gleichen Linie. Leider wird in der Pandemie die Wissenschaft immer noch zu wenig ernst genommen. Das ist ja auch in der Klimapolitik
noch so, dass wenig Laute immer noch relativ viel Gewicht haben im Verhältnis zu dem, was eigentlich der Common Sense ist. Es ist schade, aber das, daran arbeiten wir. Ich glaube, an der Wissenschaft kann man, keinen Vorwurf machen. Wenn ist es tatsächlich das Vollzugsproblem? Ist das für Sie so in Ordnung, Herr Peter Hans? Sehr gut. Dann würde ich gerne nach Marc Böhler bitten. Ja, vielen Dank. Zwei Fragen. Wo bin ich sicherer, wenn ich S-Bahn fahre? Und diese S-Bahn ist so, dass etwa alle 2 bis 10 Minuten eine Station folgt. Bin ich da sicherer, wenn ich dort stehe, wo die Türe immer wieder auf und zu geht, aber gleichzeitig viele Leute rein und rauskommen? Oder bin ich sicherer, wenn ich mich irgendwo hinsetze? Und die zweite Frage ist die, es gibt ja zusätzlich noch, also so Befeuchter, die man dann füllen kann mit einer Chlorlösung. Es gibt da so ein Schweizer Produkt sogar. Die Firma ist in Luzern zu Hause. Was meinen Sie dazu? Lustig ist auch, das Produkt heißt Air. Und darunter steht dann Flächendesinfektion für Räume. Das läuft mit einer Chlorlösung, die dann mit einem Ultraschallzerstäuber, den man auch bei Digitec oder so kaufen kann, an die Umwelt abgegeben wird. Mache ich damit die Luft besser oder nur die Flächen, wo das dann runterfällt? Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend bisher. Vielen Dank. Ich erlaube mir, die einfache Frage zu beantworten, nämlich in der S-Bahn. Ich würde Ihnen empfehlen, in einem Abteil möglichst ruhig mit einer FFP2-Maske dann zu sitzen. Dann haben Sie wahrscheinlich die höchste Sicherheit, weil Sie sich dann weniger atmen, weniger bewegen, ruhiger sind, als wenn Sie sich versuchen, irgendwo in der Nähe der Türe aufzuhalten, dort viel Betrieb ist, ist nicht unbedingt besser. Also von dem her, und wenn es der Aufpreis erste Klasse noch sich reicht, wenn natürlich weniger Leute im Wagen sind, hat das auch einen Vorteil. Und die schwierige Frage über diese Geräte, ich kriege so viele Mails, wo mir Leute irgendetwas verkaufen wollen, was ich jetzt empfehlen soll, das kann ich schlicht nicht beurteilen. Benoit, du kannst vielleicht dort eher etwas zu diesem Teil sagen. Ja, für Lüftungsanlage gibt es eine Hygienerichtlinie und die besagt, eigentlich darf man nicht mit irgendeinem chemischen Add-ons, also mit Chemikalien rumhantieren, also die Luft, die Raumluft oder die Zuluft aus der Lüftungsanlage darf nicht mit irgendeiner Chemikalien angereicht werden. Sodass, wenn sich der Lieferant oder Hersteller von diesem Reinigungsmittel damit stark machen möchte, dass er irgendwie auch Chlor in die Luft so abgibt und so die Luft desinfiziert, würde ich sagen, zumindest er würde gegen diese Hygienerichtlinie stoßen. Also aus diesem Grund würde ich da ein bisschen, also deutlich, also ganz deutlich dann zurückhaltend sein, ja. Martin, ich würde mir noch gerne erlauben, die Frage, um ein Level schwieriger zu gestalten. Was ist im vollen, mehrgliedrigen Tatzelbus in Zürich? Wo würdest du dort sitzen? Würdest du beim Eingang stehen oder würdest du dir einen ruhigen Platz in der Mitte der Menschen suchen? Jetzt bin ich noch gemeiner. Wenn es 2, 3 Stationen wird, würde ich zu Fuß gehen. Das ist eh gesünder. Und wenn es halt dann sein muss, das ist ein kurzer Aufenthalt im Bus, dann würde ich mir auch einen Sitzplatz in der Nähe des Eingangs suchen, aber nicht unbedingt stehen, weil beim Stehen hast du einfach immer noch mehr Kontakte. Aber also es ist sowieso so, die Busse haben den kleinen Vorteil, dass die Türen, also dort ist, findet eine gewisse Belüftung statt durch alle paar Minuten, wo eigentlich dort die Türen offen sind. Dort findet sogar ein Durchfluss statt. Das habe ich wirklich schon mit Messungen gesehen oder auch im Tram, wenn es nicht absolut voll ist, die sind auch relativ gut mit ihren Lüftungseinstellungen, Cobra-Trams zum Beispiel. Also im Moment ist mein Sorgenkind, sind wirklich die alten S-Bahnen in Zürich, wo du doch relativ lang drin sitzt, wo ich sage, in einem vollen Wagen wird es jetzt im Winter dort wieder etwas eignen. Und da sage ich wirklich ruhig sitzen und FFP2 lohnt sich, weil FFP2 ist auch ein guter Schutz, bietet einen recht guten Schutz gegen die Aerosolübertragung. Natürlich keine
keine hundertprozentig, aber eine deutlich höhere als eine Hygienemaske und sicher viel höher als Stoffmasken, die man immer noch sieht. Und wichtig ist auch nochmal das richtige Tragen. Die ägyptische Methode hier unter der Nase ist definitiv nicht wirksam. Vielleicht erlaube ich mir noch einen Add-on. Und was ist mit all denen, die absolut zwingend irgendwo hinfliegen müssen? Was ist mit der Luft im Flugzeug? Wie würden Sie das einschätzen? Also Fliegen ist etwas vom Sichersten bezüglich Pandemie. Das Heikle ist am Boden, vor der Start stattfindet. Wenn das Flugzeug lange am Boden ist, dann sind die Werte nicht optimal im Moment. Aber generell hat das Flugzeug ein sehr gutes Lüftungssystem, sehr gute Filter. Und sobald man in Richtung Reiseflughöhe ist, sind auch die CO2-Werte sehr, sehr gut, plus die guten Filteranlagen, plus das Maskentragen. Die einzige Empfehlung, die ich noch machen würde, wenn man ganz sicher sein will, dass man das Essen immer jeder zweiten Reihe serviert, weil wenn sobald nämlich alle das Essen kriegen miteinander, nehmen alle miteinander die Masken ab. Das CO2 steigt etwa um 150 bis 200 ppm an und die Risiken nehmen kurzfristig zu. Zumindest von der vorderen oder hinteren Reihe ist dann nicht mehr eine Übertragung auszuschließen. Aber Fliegen ist das in dem Sinn im Moment einer der sicheren Verkehrswege. Und es gibt es andere Risiken beim Fliegen, es gibt andere Nachteile beim Fliegen, wie wir alle wissen. Von Covid-Zeiten her muss ich sagen, hat die Airline-Branche das Glück, dass sie aus anderen Gründen eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht hat. Der Nachteil beim Fliegen ist sehr trockene Luft in der Höhe. Es lohnt sich dort regelmäßig Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um eben die trockenen Schleimhäute feucht zu halten. Oder wiederum ein übliches Ricola-Werbung, ab und zu ein Zelt schlecken, kann auch nicht schaden. Also Fliegen ohne Essen. Gibt es, genau. Noch eine, gibt es noch eine letzte Frage zum Teil 1? Ich sehe momentan keine geschreckten Hände, aber wenn jemandem noch etwas einfällt, kann man das selbstverständlich dann noch in Teil 2 stellen. Ich würde jetzt vorschlagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, dass wir zum zweiten... Herr Klee hat sich jetzt gerade die Hand hochgestreckt. Ich kann sein Mikrofon Klee einschalten. Ich sehe nicht, ja, aber gerne. Schon passiert. Ich sehe das Hauptproblem nach wie vor bei der Akzeptanz der Schutzmaßnahmen bei der Bevölkerung. Und ich habe mir da ein bisschen etwas überlegt, wie man die fördern könnte. Ich kann das aber nicht in 10 Sekunden machen. Ich würde gerne Herrn Martin Bäumler meine Unterlagen zustellen und ihn um eine Stellungnahme bitten. Ist das so okay? Gerne, das mache ich gerne. Aber nehmen Sie bitte den Verweis, dass wir heute im Town Hall, Sie mir das gesagt haben, ich kriege so viele Mails und ich schaffe es nicht mit meiner üblichen Arbeitsbelastung, immer alles abzuarbeiten. Machen Sie einen Hinweis auf den heutigen Town Hall, schaue ich mir das gerne an und gebe Ihnen eine Antwort. Okay, das ist eigentlich gut so für mich. Danke. Gut. Vielen Dank.